Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 8 mit Azim. Hallo! So, da sind wir auf der Insel. Es ist Tagesanbruch, so langsam. So, ich schau den jetzt mal hier straight an. Wir befinden uns immer noch auf der Insel übrigens. Also hier lang irgendwo. Eigentlich müsste es... Ich hätte gesagt da unten, oder? Und jetzt im nächsten... Ha, strange. Aber hier passiert noch nichts. Haben wir etwa schon die goldene Stunde verpasst? Eigentlich nicht, es ist genau Tagesanbruch. Nee, müsste passen. Ja. Müsste ziemlich genau hier sein. Um genau zu sein, exakt da. Na, gucken vielleicht nach. Oh Gott im Himmel, okay. Leute, das wird der Part hier, der Kampf. Oh. Ja, es war brutzelnd. Ich meine, so ein Baum hat ja auch extrem viele Blätter, also es macht schon Sinn, dass er die immer wiederbeleben kann, aber Aber es gibt Grenzen. Was war denn das? Lass mal geguckt, was Schwupp ist. Ein Fluch? Ach, ein Fluch. Okay. Hast du jetzt gemacht? Was? Nee, ich hab Saus gemacht. Achso. Okay, mal schauen. Wow. Not bad. What? Ich dachte, die sind down, muss ich ehrlich sagen. Nee, jetzt der nächste. Also, Yengis wird jetzt definitiv ein, ja. Oh oh. Ja, ach komm, fick dich. Und natürlich Full Life, ne? Dieser Judas! Oh. Mir scheißegal. Ich bumm's euer Leben. Alles klar, Digga. Das bizarre Ballett. Zieht MP ab, glaube ich. Ja, sind nicht schlimm. Nicht so tragisch, das stimmt. Bäm! Jawoll! Mach okay. Doch jetzt mal dein scheiß Rasierblatt. Yengis? Nein! Nein, komm, Brutzel. Jawohl. Und gleich wird sich bestimmt der Felsbrocken denken, ganz oder gar nicht, gehen oder bleiben. Bam! Nein, nicht einer oh. Fahne. Leiner verleihen. Zerstöre ich sein Leben. Ja gut, Leute, ich dachte gerade, das ist schon der, der sich konzentriert hat. Jawohl! Ich zerlegt. Easy. Ging es doch nicht so lange, wie wir dachten. GG, außer der Bombenbrocken denkt sich jetzt so, boah ja, Bro, ich dachte, spreng ich mal die Luft. Okay. Sehr gut. Fantastisch. 600. Das ist einer Falle und dann nochmal nicht rasieren bleibt. Hä? Da ist immer noch nichts da, ey. Das kann nicht wahr sein. Was soll die Scheiße? Es ist genau hier. Ich bin hart verwirrt. Guck mal in den Himmel. Da war die Sonne kurzzeitig, okay. Ist aber eigentlich alles so. Ja, bin verwirrt. Oh, ich dachte gerade, es tut sich was. Müssen wir vielleicht die. Kannst du das mit dem Sand der Ruhe? Kannst du den gerade einsetzen oder so hier an der Stelle? Schau mal. Nein! Du bist abgestiegen! Ja. Nutzen. Achso, okay, mehr geht's nicht. Im Bedarfsfall benutzen. What? Ach kommt! Das gilt doch jetzt nicht. Hey. Ist doch hart behindert. Jetzt wird's Tag, hab ich das Gefühl. Hey. Ich verstehe es nicht. Ja, irgendwie hab ich das gerade auch nicht. Game, what's your problem? Wollen wir es nochmal durchlaufen lassen? Können wir auch machen. Also Leute, wir lassen es nochmal durchlaufen, bis Tag und Nacht war. Und genau. Schauen wir mal, ob es dann jetzt erscheint. Ich
Okay, Freunde, da sind wir wieder. Es hat funktioniert. Tagesanbruch ist zwar eigentlich noch mitten in der Nacht, aber drauf geschissen. Ich bin Baumrenn. Ach, na klar. Logisch. Ich erledige gerade eine Besorgung für meinen Herrn Felix, scheine mich aber verirrt zu haben. Du Napp! Ist der tot? Eine Frage, die sich im Heimweg schon, vielleicht weißt du es ja, wo ich eigentlich hingesehen bin. Kannst du das Puder benutzen? Ja, ich versuch's. Ich glaube, der ist tot. Der ist tot, oder? Das ist so traurig. Der ist tot. Muss erstmal Gepäck gehen, ja. Der Gepäck? Der Gepäck wird nie müde. Habe ich das Zeug denn jetzt? Beutel! Ein Beutel wahrscheinlich. Ein Beutel. Du hast ja 5 Seiten im Beutel. Los! Let magic happen! Magie beginnt mit einem Wort, wie wir von Schwulikowski gelernt haben. Hier. Pesa, I, irgendwas I. Ishmael. Ja, Ishmael. Ishmari. 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 Hero nimmt die Fiole mit dem Sand der Ruhe aus dem Beutel. Hm? Hm? Für dieses Pulver. Ach, na klar! Was? Weißt du, Felix hat sie gegeben? Das ist ja unglaublich. Und ich auch. Natürlich, jetzt verstehe ich es endlich. Ich kann mir selbst das merkwürdig vor. Ich bin einfach immer im Kreis gelaufen. Wie ein Hund. Das ist meine große Hilfe. Wenn ich nicht gekommen wäre, ich vielleicht ewig hier herumgelaufen. So what? Gibt Schlimmeres. Opening that bottle and spring. Kein Bock. Ist so süß. Ist tot. If you see Master Felix jetzt die ewige Ruhe. Wenn Meister Felix findet ihm einen Arsch von mir, sag ihm, dass ich Baumrind ihm mein Leben voller Freude zu verdanken. Farewell. Ich glaube, du hast ihm eher ein Leben im Käfig zu verdanken, Alter. What the fuck? Junge, wo willst du hin? Wie komme ich zurück? Denk doch mal an mich! Ey! Nein! Baumrennen! Alter, das gibt eine richtig schlechte Yelp-Bewertung, das kannst du wissen. Das ist Tagesanbruch, hallo, das ist überall noch Sterne. Okay, dann würde ich mal sagen, Teleport zurück zu Chateau Felix. Nice. Und dem sagen... Ey, Bro, was sollte die Scheiße? Verstehe ich auch nicht. Der hätte uns ruhig sagen können, dass dein scheiß Tigger tot ist. Ich hab auch gedacht, er lebt. Ja, ich dachte, ich war mir halt echt nicht mehr sicher, wer ich ehrlich bin. Haben wir jetzt eigentlich Sandmann gespielt? Mit dem Sand der Ruhe? Oh, so eine richtig krass abgefuckte Version vom Sandmann haben wir gespielt, ey. Stell mir vor, der Sandmann würde mit dem Sand der Ruhe Kinder in den Tod. Oh Mann, nicht jetzt. Nicht jetzt, so eine Fields. Oder so eine Creeps. Es ist nach 18 Uhr, da kann man doch sowas mal machen, oder? Ich meine, der Sandmann ist jetzt... Nee, der Sandmann würde... Fängt der Sandmann nicht auch 18 Uhr an oder 19 Uhr? Was ist jetzt passiert? Ist Tagesanbruch gewesen. So. Ja, was passiert? Warum ist es hier so dunkel? Und warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Okay, Felix. Eigentlich bräuchten wir einen Warum liegt da eigentlich Stroh rum Counter, glaube ich, inzwischen für Dragon Quest. Na sowas, ihr habt euch zurückgefunden, wie ich sehe. Ihr habt es geschafft, mein halt Kuppel hochzuhelfen. Hochzuhelfen? Ja, ja, wirklich, wortwörtlich hochzuhelfen, ja. Dieser seltsame Baum, mit dem du ihm begegnet, scheint schon seit Urzeiten als Baum auf jeden. Ach, der Styx! Na klar. Ja, es ist verdammt einfach, sich in seinem Netz zu hören und nicht zu erkennen, dass die Zeit abgelaufen ist. Jetzt hat der Gute erkannt, was mit ihm geschehen ist und ist sicher unterwegs ist. Vielleicht. Wisst ihr, er, Baumrenn, war die erste Seele, die Katze mir je geherrscht hat. Dessen Herz ich geöffnet habe. Ohne ihn die Rechnung, glaube ich, hätte Wien. Und deswegen kann ich... Was? Moment. Was mache ich denn? Natürlich, ich habe es euch ja gleich erklärt. Was ich mir vorsicht, dass Säbelzahnkatzen gefasst. Ja, wieso mache ich euch nicht zum Mitglied? Das ist das Wien, das nachher doch erledigt. Das ist für euch, du weißt, dass ihr einer von uns seid. Ein Glöckchen! Hier erhält eine Glocke, Zeichen der Mitgliedschaft des Säbelzahnkatzen-Schoss. Glocke ist das Zeichen eurer Mitgliedschaft. Sie ruft in der Nähe für die Säbelzahnkatzen, aber wenn wir sie richten. Sie hat eigentlich keinen Namen, das wird es wohl recht schwierig machen, sonst benutzen wir ihn. Na gut, wie wäre es, wenn sie Baumrenns Glocke nennen? Nein. In Gedenken an einen guten Freund und sympathischen Freund. Nein. Geil.
Thanks for your help. Danke für die Hilfe. Alles klar, Digga. Ich nenne sie Anal Plug. Anal Plug Glocke. Die Analglocke. Ach, guck einen an, wir können ja auch mal mit Tom reden. Ey Tom, ich bin jetzt Mitglied, was bist du? Aha, was sind jetzt mit dir? Ihr wirkt schon, ihr habt jetzt diese Glocke. Jetzt könnt ihr diese blablabla. Stimmt. Easy! So Leute, und wir brauchen dich nicht mehr. Damit haben wir einen wunderbaren Gefährten, beziehungsweise immer wieder mal einen Gefährten. Ist ja nicht wahrscheinlich die gleiche Säbelsandkatze, aber. Also jetzt überlege ich gerade, macht es wahrscheinlich Sinn, sich nochmal in Baccarat zu heilen? Ja, kannst dich auch hier teleportieren, wenn du willst. Ja. Oder? Oder? Wir halten auf unserer neuen Säbelsandkatze. Oh ja, cool. Das machen wir dann von da. Boah, stilvoll, Alter. Schön eingeritten mit dem Ding da. Ich will hier ins Casino. Echt mal, rein theoretisch können wir mit der Säbelzahnkatze doch eigentlich die Tür aufstoßen, oder? Alle Leute in der Stadt umbringen. Loot! Loot! Organe farmen. Oh, echt mal, ey. Teuer verkaufen. Da müssen wir der Säbelzahnkatze aber klar machen, welche Organe sie nicht komplett zerreißen soll. Ich glaube, Augen sind relativ wertvoll, oder? Ja, Leben, alles. Alles ist eigentlich Hirn. Alles, was an Organen. Darm kannst du jetzt nicht so gut benutzen. Nee, das ist so schwer zu transportieren, glaube ich. Das Zeug ist ja ziemlich lang. Wenn du mal überlegst, wie hart das Zeug aufgewirbelt ist in deinem Körper. Baccarat. Wie viele Meter Darm sind's? 7? Mehr? Ja, kommt drauf an. Also ich glaube, dick und dünn Darm ist ja unterschiedlich lang. Ich dachte, insgesamt hat man 12 Meter Darm. Oh! Ich hatte einen 12 cm langen Blinddarm. Ist er raus? Ja. Das macht schon Sinn. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mir. Aber du kannst dir den halt leider nicht rausnehmen lassen, wenn es dafür keinen Grund gibt. Ist ja auch vernünftig. Jede Operation birgt halt ein Risiko. Auch wenn es nur eine Blinddarm-OP ist, aber. Pff. Ich meine, lass irgendwas bei der Narkose oder ist schief laufen. Muss ja auch nicht sein. Touché. Kannst es ja als Schönheits-OP verkaufen. Ich fühle mich schöner ohne Blinddarm. Mhm. Oder so als richtig abgefuckten Weg, um Gewicht zu verlieren, auch wenn es nur so ganz ähnlich ist. Ich würde gerne die Hälfte meiner Leber abgeben. Ich würde gerne einen Lungenflügel abgeben. Ja, genau. Das sind höchstens 20 Gramm. Das ist es. Haben oder nicht haben. Also in dem Fall nicht haben, ja. So. Baumrindsglocke, wenn es denn sein muss. Geil. Cutscene auf Doom! Guck mal, wie schön die springen. Der hätte uns jetzt so fressen können, Mann. So, wo müssen wir denn lang? Also wir gehen eigentlich Chateau, da wo wir auch weiter, wo wir schon waren, ja. Und rennen weiter den Weg runter, ne? Was ist geil. Warte. Weißt du was? I got a need for speed. Alter, du bist so ein harter Banger, aber siehst du, wirst instant bestraft. Ja. Aber es sind nur Springschakale. Also Wolverines. Echt mal? Das ist wirklich Wolverine, ne? Alter, manche umklingen auf Doom. Wie soll man die denn töten? Ja. Alter, die ziehen aber echt eine Menge ab. Oh, woher haben die eigentlich ihre Sachen? Haben die irgendwelchen Leuten geklaut? Wahrscheinlich. Irgendwelchen mexikanischen Wrestlern, so wie es aussieht, Alter. John Cena! Bam! Easy! Gibt auch bestimmt 200 Punkte. Ja, 206. Jessica, reich mal wieder ein Level, was soll die? Hallo, ey. Scheiße, Junge. Lass mich wieder rechts. Jessica, ist dein Level aufgestiegen? Ihr Brustumfang vergrößert sich. Um 5 cm. Okay. Hm, ja, I take it. Schau mal, was hier ist. La 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 la. Das Meer. Stimmt. Das wunderschöne ich Meer. Ich meine eher so hier. Ja. Ist halt geil, ey. Man ist halt schnell. Ja. Ey, wenn ich mir überlege, dass das damals auf der PlayStation 2 lief, ey, ich finde das so geil. Ja. Ach. Ich habe das damals richtig gefeiert, ey. Also ich feiere es ja auch jetzt immer noch, das Game. Ich mag es immer noch total. Ja,
ich finde halt generell die PS2 hat eine ziemlich geile Games rausgebracht. So. Das stimmt. Final Fantasy X ist auch riesig. Beispielsweise. Und wenn man überlegt, was die, was da beispielsweise auch die Cutscenes für eine Qualität hatten, so, das war richtig filmreich. Das waren ja auch richtig Rendersequenzen dann, ne? Ja. Ja. So. Bam! Das ging ganz gut. Alter, ich habe jetzt den zweiten Teil von Uncharted angefangen. Ich habe mir doch die Uncharted Collection geholt. Ohne Scheiß, der zweite Teil ist um Längen besser als der erste. Der erste ist so eine Grütze gewesen, ey. Ohne Scheiß. Nach heutigen Maßstäben so ein behindertes dummes Spiel. Aber der zweite ist echt geil. Der dritte soll auch richtig gut sein, oder? Ja, bin ich mal gespannt, wie der dritte so wird. Also viele sagen, der zweite ist der beste. Ich bin mir jetzt gespannt. Also der zweite, sehr, sehr geil. Weißt du, gibt's ja auch so... Es ist halt so typisch Indiana Jones, sag ich mal. Weißt du, Indianer, Indy hatte doch auch eigentlich jeden Film so eine andere Tussi am Start. Ja. Und bei Uncharted ist es halt auch, du hast im ersten Part so eine Journalistin, die heißt Elena. Oh, ein Knüppelaffe. Und im zweiten Part hast du eine andere Freundin, die Chloe heißt. Und dann treffen sich die beiden. Und Chloe stellt sich halt so vor, ja, ich bin Chloe und so. Und Elena sagt so, ja, ich bin Elena, Vorjahresmodell. Ich hab so hart gefeiert, ey. Das war so geil einfach. Vorjahresmodell. So genial. Ah, geil. Ist aber echt gut. Ja. Hackst du selbst die Runden. Ja, aber ist richtig geil, ey. Der abnorme Affe. Oh, das war jetzt easy. Der abnorme Affe Anton. Alliterationen sind das Größte. Oh, Jessica. Bescheiden. Hätte mehr LP sein können, Jessica. Bam, Sex Appeal. 22 Goldmünzen. Komm, Feuer. Ja. Ich meine, wenn wir sowieso noch nicht genug in der Reserve haben, können wir es auch erstmal ändern. Knüppel. Er heißt jetzt echt Knüppel? Knüppel und Knöchel. Wow. Dann brauchen wir doch eh mit Karten. Haben wir. Oh nein. Nein! 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 Entschuldigt, ich hab geredet bevor. Oh Gott! Was ist los mit mir? Das wird das heftigste Team, das wir aufstellen können. Und alle tragen sie dann weiße Kapuzen. Oh Gott, oh Mann! Geil. Alles gut. Heute ist dein Tag. Das ist sowieso, das ist meine, ich bleibe heute den ganzen Tag zu Hause in Jogginghose. Aber ich muss heute nochmal rausgehen, muss mir was zum Mittag holen. Guck, ich kann mir was bestellen. Nein, ich geh raus. Das soll ja heute schön werden, da kann ich mal 10 Minuten rausgehen zum Rewe. Saus! Ah. Wow, Saus hat echt eine Menge abgezogen bei den Dudes. Ja, not bad, ne? Oh, aber ich glaube, die haben generell nicht so viel Abwehr einfach. Ja, schwache Resistenz. Oh. So, wir zerstören euch. Was die auch immer für so einen krassen Move vorher machen können, ja. Die könnten ja auch einfach so zuschnellen. Ich glaube, es würde auch nicht viel verändern. Ja, okay, es war jetzt auch nicht so viel. Nö, es geht echt klar. Also auf einen Charakter wird es eine Menge machen können, aber... Ja, selbst dann, es sind ungefähr so 40 dann halt. Wow! Hero doesn't give a fuck anymore, einfach. Einfach eiskalt. Ach übrigens, ich glaube, wir sollten mit Hero echt öfter den Falkenhieb benutzen, weil der kostet ja, echt einfach nichts. Stimmt. Kosch kein Geld. Man denkt halt nicht dran, ne? Ja, ja. Besonders ist es halt immer so eine Arbeit, denn erst X Fähigkeiten runter bis zum Falkenhieb wieder X. Guck mal. Und zwar. Ja, bitte. Du bist da. Also nach rechts, glaube ich, jetzt nach. Du willst nach links gehen. Ja. Wir gehen nach links, Freunde. Wir haben ja, ich meine, guckt mal, wir haben ja auch ein bisschen Story Progress jetzt in den letzten Parts gemacht gehabt. Wir haben kurz Dawn Magus gesehen, haben rausgefunden, dass seine Hülle scheiße ist und er bald eine neue braucht. Was heißt du bist Dawn Magus? Und was ist denn Jason? Hier geht's nach Argonia, Argonsee. Ist Argon? Argon ist doch ein Edelgas, oder? Ne, warte mal. Ja. Argon ist ein Edelgas, ne? Chemieleistungskurs, Alter. Bin Chemieleistungskurs, ich weiß nicht mehr. Merk schon. Oder war Argon 1 vor? War Argon 7. Nee, Hauptgruppe? Ist 8, ja? Nee, passt schon. Ach, ich glaube, sonst zieht bei den gar nicht so viel ab, scheiße. Ist doch egal. Oder? Boah, moderat. Ja, Kraftbomente. So, jetzt komm.
Mann, ich habe schon wieder vergessen, den Falkenhieb einzusetzen. Nicht so schlimm. Wir sollten danach, glaube ich, mal eine kurze Heilrunde machen. Wenn jetzt ein Crit kommt, von denen. Super halt. Hart am Sack. Ja, ja, jetzt denkt er dran. Ja. Jetzt, wo es wahrscheinlich nicht mal mehr mattert. Okay. Sag das nicht. Ja, aber der linke, der wäre wahrscheinlich auch jetzt dann. Ja, der wäre auch noch zum ersten Letdown gewesen. Oh, jawohl! Jengis. Jengis so. Kennt keiner Barm. 99 Goldmünzen. Ah, wir sind richtig rich, ne? Erstmal hochheilen, würde ich sagen, kurz. Guck mal, wie rich wir sind einfach. Wie viel haben wir denn in Kohle? Oder 12, was? 1500 oder so. Aber nicht was machen, ne? Das Geile ist halt, Jessica ist mit einer Mittelheilung schon richtig gut gehabt. Was war das? Hast du B gedrückt? Start gedrückt? Was hast du? Was hast du gedrückt? Mann, ganz, ganz entspannt. Alter, ich hab ganz drei Viertel Tasse Kaffee getrunken. Ganz entspannt. Ich kann dich doch wieder rufen. Dann können wir nochmal die Porno-Cutscene sehen. Ja! Das ist süß. Ist das geil, sich so schnell zu bewegen, ey. Ja. Besonders wenn du dann, glaube ich, mal wieder absteckst und normal läufst, denkst du dir so, oh Mann. Ich glaub nie wieder ohne. Wo geht's da? Du kannst hier wahrscheinlich so bis hoch auf den Hügel, denke ich mal. Ja, da wird irgendwas sein. Ich frage mich nur was. Ein Heilkraut. Wenn das, wenn da nichts ist, ne? Ich rast aus. Hast du den, ich sehe da oben nichts. Hast du den April Fool's Joke von dem CEO von Sony gesehen gehabt? Nee. Also ich weiß nicht, ob es ein offizieller Twitter-Account ist, muss man ja ehrlich sagen. Aber der bringt immer so krasse Sachen. Kam irgendwie so... April Fool's Joke, also 1. April. We are finally announcing that we stop first party support on a PlayStation Vita. Und dann, just kidding, we stopped years ago. Das war aber bestimmt nicht der offizielle Account, oder? Ich glaube nicht, ich glaube echt nicht. Genauso wie er gesagt hatte, irgendwie gab es da mal so PlayStation Plus kriegst ja jeden Monat so. Drei Spiele immer gratis. Ja. Und dann hatten sie auch, ihr habt euch ja alle AAA-Titel gewünscht. Also haben wir jetzt Spiele genommen, wo 3 A's im Titel sind. Und jedes Spiel hatte halt 3 A's im Titel, wirklich, bei PlayStation Plus. Das war mega behindert, ey. Das war richtig dumm. Das ist doch geil. Ja, es war echt so, wo du denkst, what? Am Ende war das, achso, ist ja auch nur eine Stadt oder was? Ja, das ist ja doof. Ja, das ist ja echt doof. Ach, wir sind auf der Insel. Ja, ja, ich weiß, dass da links der Dings ist. Ja. Oh, da rechts nach oben ist bestimmt irgendwas. Oh ja, da können wir auch noch hingehen. Ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. 4 Minuten, das ist ja easy mit der Katze. Außerdem müssen wir ja... Ich werde ja den so ein bisschen den Part, wo wir die ganze Zeit gewartet haben, werde ich ein bisschen upspeeden noch so. Okay. So mit 150% hören wir uns an wie Lemmingen oder so. Das Spiel wird dann besonders lustig, ey. So ungefähr. Ja, Kunst. Easy. Ich hab Bock auf die gehabt jetzt. Schauen wir mal, jetzt muss ich rechts, links vorbei, das ist eigentlich scheißegal. Rechts antäuschen und links vorbei. Das ist ja nix. Hier hätte man so viel Platz für Truhen oder so. Oh, da hinten ist ja eine Kirche. Ja, da waren wir schon, oder? Ja. Ja, da oben ist, glaube ich, nee, dann hätten wir da einen Punkt gehabt zum Speichern oder so. Wir waren da noch nicht. Ja, ja, wir sind, glaube ich, damals nicht hochgegangen. Ich weiß es gerade nicht mehr. So scheiße, können wir mal noch machen. Wir merken uns das mal vor. Oh, da unten ist das. Ah, so ein blauer Schweinemann. Also ich habe schon gedacht, dass es wahrscheinlich ein Monster sein wird. Ich hätte ja mehr auf Loot gehofft. Aber ich hatte, ja, also ich hatte... Oh, da hinten ist Loot! Ja! Doch, gelohnt. Baumteufel! Yggdrasilblatt! Ich dachte halt, die können jetzt nicht so einen riesen Abschnitt da noch machen. Ja. Und da ist einfach nichts. Das wäre echt bitter, das stimmt schon. Aber gut. Obwohl, wir hatten ja auch schon so Szenen in Dungeons oder so, wo du so denkst, gut, ich gehe jetzt den anderen Weg und dann stehst du da. Aber ich frage mich halt, gibt's von jedem Monster so eine Variante, wo man... auf der Karte kann ich mir nicht vorstellen, ey, das sind ja, ich glaube,
Also das baue ich mal als Funfact also ein, wie viele es sind. Für einen Baum sozusagen, einfach einen Baum. Also ja, ja. Das ist jetzt nicht hier von jeder Baumart, es gibt ja fünf verschiedene. Ja. Das wird, obwohl, dann kann es schon wieder stimmen, weil ich glaube, es sind der. Boah, ich will nicht lügen. Wie gesagt, ich glaube, es sind irgendwas mit 200 Gold. Monster oder so. 250, 60 Monster. 100 Gold. Oh, das ist nice. Der Speerfuchtler. Fuck on Punch! Und Asim, denkst du, das neue Zelda kommt noch für die Wii U? Ja. Also wenn nicht, dann wäre es eine Frechheit. Ich habe nur Angst, dass es so wird wie Twilight Princess. Das ist für beide für GameCube damals. Twilight Princess kam ja auch für Beta. Ja. Und da war ja der GameCube-Port war, naja, mäßig. Das Ding ist halt, beim GameCube-Port gab es ja, Oh, pass auf, dass Jengis nicht abgedreht wird. Da gab es ja so einen Glitch, wo man so einen Longjump machen konnte mit dem Boomerang. Mhm. Und den gibt's aber auf der Wii-Version schon nicht mehr. Achso. Also den gibt's da nicht. Und ich habe jetzt nochmal die Wii-Version gezockt. Mhm. Und die Wii-U-Version, die jetzt kam, diese HD-Geschichte, ja. Die entspricht eher der, also die entspricht der Wii-Version. Ja, ja. Daher ging das halt nicht. Ich habe mir einen Podcast dazu angehört, dass GameCube und Wii-Version gespiegelt waren. Ja. Komplett. Das war so geil, weil da halt so in der Wii, weil die meisten halt Rechtshänder sind, haben sie halt Link zum Rechtshänder gemacht, obwohl der eigentlich Linkshänder ist. Wollen wir rausnehmen? Schlingel. Schlingel kann sich verpissen, Alter. Bam. Orkus. Wow. Also was die Namen angeht, ne? Kreativität. So random. Hui! Ja, will mir das eigentlich noch passieren? Ist nicht so schlimm, weil ich glaube, wir sind gerade. Obwohl, nee, wir machen ein paar Minuten, können wir noch. Ich werde nochmal schnell zurück auf den Hauptgang da. Ja, mach das mal. Das Ding ist, ich habe halt die GameCube-Version gezockt. Ja. Und ich erinnere mich ja, wenn ich ein Spiel gezockt habe, noch Jahre später daran. No. Und an viele Sachen. Und ich bin halt so auf diese GameCube-Version fixiert, dass es mir halt total schwer fällt, mich an dieses Gespiegelte zu gewöhnen. Ach so. Aber du kannst es auch zurückspiegeln. Du kannst auch, glaube ich, auf der Wii U den Heldenmodus aktivieren, dann ist es wieder zurückgespiegelt. Nee, der Heldenmodus ist nicht zurückgespiegelt. Ach so? Mhm. Eventuell ist ja der Heldenmodus derjenige, der gespiegelte Modus ist. Kann auch sein. Oh Mann, lasst mich doch in Ruhe. 43 Lepomio, ey. Mhm. Aber ist ja auch schon, sag ich mal, einer seiner Spezialangriffe. Wäre es wahrscheinlich schneller gewesen, wenn du einfach weggefickt hättest. Oh. Ei. Alter Vater. Wie war das beim dritten Mal, funktioniert es immer? Oh Gott, Jengis, krieg mir doch ab. Oh. Beim vierten. Beim vierten, ja klar. Safe Call. Also ich weiß es nicht, wie das hier ist. Normalerweise, also ich kenn's aus anderen Spielen, wenn du versuchst ein paar Mal zu flüchten, beim dritten Mal. Alter, ich glaube, das reicht auch schon. Wir sind jetzt so langsam, glaube ich, durch mit der Part. Ich hab ja abgespeedet ein bisschen. Das und dann passen. Beim nächsten Part geht's Richtung Argonsee und Argonia. Genau. Ansonsten. Tschüss! Ja.